Am nächsten Tag will sich Tamme Hanken einen Lebenstraum erfüllen. Gemeinsam mit Lehrling Anton fährt er in den traditionsreichen und malerischen Hafen von Dana Point. Dort haben sie ein Boot gechartert. Die kalifornische Küste ist bekannt für ihre üppigen Wal- und Delfinpopulationen. Genau die möchte Tamme im offenen Meer schwimmen sehen. Captain Dave weiß angeblich, wo er suchen muss. Da draußen tummeln sich zwei Wale, wir müssen uns beeilen. Dana Point ist ein beliebter Badeort und lockt das ganze Jahr Touristen und Einheimische an. Bevor es auf hohe See geht, sorgt sich der Meister noch um die Sicherheit seines Lehrlings. Anton, weißt du was? Okay. Ich habe deiner Mama versprochen, ich passe gut auf dich auf. Du ziehst jetzt erstmal eine Schwimmjacke an. Ich kann doch schwimmen. Das ist mir scheißegal. Ja, dann ziehst du auch eine an. Hessen können nicht schwimmen. Jetzt, das tüttelt man alles auseinander und da musst du rein. Hier muss der Kopf durch. Jetzt muss hinten oder vorne. Das ist egal. Schön anziehen. Mit Schlaufe. Ich will dir ehrlich was sagen. So einen Chef musst du erst mal kriegen wie mich, der sich so um dein Leben bemüht. Und wie schwimmst du dann ohne Schwimmweste? Du weißt, dass Walfische Jugendliche unter 20 mit einem Haben nehmen. Ach, die erkennen dich sozusagen als Partner an. Also du bist ein Wurm. Die erkennen die dich an, weil du bist ein Wurm. Deswegen brauchst du keine Schwimmweste. So ist es. Alle Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschlossen. Captain Dave hat die Verfolgung der beiden Grauwale aufgenommen. Über Funk bekommt er Hinweise von Kollegen über den momentanen Aufenthaltsort der majestätischen Tiere. Als Begrüßungskomitee tummeln sich bereits einige Delfine rund um das Boot. These are common dolphin, Delphinus delphus. Das sind gewöhnliche Delfine. Wir haben hier in Südkalifornien die weltweit größte Delfindichte. Wir haben hier auch die meisten Blauwale. Ando, du bist okay. Ist das alles okay bei dir? Ja, hab ich jetzt. Ja. Alles gut. Haltet Ausschau nach den Walen. Sie müssten hier irgendwo sein. Aber ich weiß nicht genau wo. Da. Ein Traum des großen Ostfriesen geht in Erfüllung. Hier, guck dir das lieber an. Dann sehen wir das mal wieder. Schweren Herzens müssen sich Tamme Hanken und sein Lehrling von diesen großartigen Geschöpfen trennen. Schließlich sind sie nicht nur zum Vergnügen in den USA.